Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Lautern lebt, das neueste Stadtmagazin Kaiserslautern. Mit Kamera, Stativ und Neugierde waren wir wieder für euch unterwegs und haben alles festgehalten. Unser erster Stopp geht zur Sasa Lounge am Stiftsplatz. Wer hat sich eigentlich noch nicht gefragt, was hinter dem Namen Sasa steckt? Inhaber Herr Karatas erklärt. Bevor wir den Laden schon eröffnet haben, habe ich natürlich mir Gedanken gemacht, wie soll der Laden heißen? Und habe am Schreibtisch gesessen, habe mir ein paar Gedanken gemacht, ein paar Skizzen und so weiter hin und her. Meine Nichte kam dann zu mir und dann hat sie gefragt, Onkel, ich würde gerne auch dir helfen. Also ja klar, gerne, warum nicht? Wie wäre es mit Sissiba? Ja, okay, hopp, das kriegst du ein bisschen besser hin. Dann hat sie gesagt, Sasa. Und dann konnte ich nicht mehr Nein sagen. Mit familiärer Unterstützung wurde die Bar am 9. Februar 2012 gegründet. Mittlerweile beschäftigt Herr Karatas ca. 6 bis 8 Mitarbeiter. Was wird den Gästen angeboten? Wochenprogramme haben wir, wie zum Beispiel montags ist Shisha-Tag, pro Shisha 5 Euro. Dienstags haben wir dann Margarita-Tag, mittwochs ist Pilztag und im Tower. Und donnerstags haben wir dann Wodka-Tower. Ja, und wir versuchen den Kunden dann, beziehungsweise den Gästen, immer aktuell zu bleiben. Zusammenfassend ist die Sasa Lounge eine Mischung zwischen Shisha und Cocktailbar. Wie kommt das Angebot bei Gästen an? Ja, also ich bin mindestens einmal die Woche hier, meistens sogar öfters, gerade so am Wochenende. Bevor wir weggehen, sind wir dann hier. Das macht immer Spaß, bevor wir halt in den Pflaumenbaum gehen, dass wir dann hier sitzen, Shisha rauchen gemütlich und uns auf den Abend vorbereiten. Vor allem seit den letzten Jahren liegen Shishas im Trend. Dabei sind auch individuellere Tabaksorten gefragt. Für Shishas sorgen wir natürlich immer für Abwechslung. Wir haben da vorne so eine Tafel mit Wochentabak. Das wechselt sich dann immer. Das ist dann jede Woche verschiedene Tabaksrichtungen. Auch beim Spirituosenangebot möchte man aktuell bleiben. Irgendwelche Cocktail-Specials? Im Moment haben wir diese Handgranate, nennt sich das. Das ist ein Getränk mit zwei Shotgläsern. Das eine zieht man raus, das andere fällt ins Glas und dann kann man das trinken. Und das erste Mal haben wir es offiziell verkauft gestern. Ich glaube, wir sind gar nicht mehr nachgekommen. So lustig war das. Die Sasa Lounge hat meistens von mittags bis nachts geöffnet. Zu welchen Uhrzeiten kommen denn die Gäste? Die Hauptstoßzeit ist eher ab 21 Uhr. Und davor kommen halt viele Stammgäste. Und da wird dann halt über den Tag viel Zeug geredet. Gute Unterhaltungen sind auch ein Grund, warum die Bar gerne besucht wird. Die Sasa wählen wir eigentlich immer dafür aus, weil wir draußen sitzen können unter anderem. Und drinnen ist, also von der Polsterung, sitzt man richtig gemütlich. Die Shisha schmecken hier wirklich am besten und die Angestellten sind wirklich sehr freundlich. Also man fühlt sich hier richtig familiär aufgehoben. Wie würde der Inhaber seine Bar beschreiben? Was macht sie besonders? Das Einzige, was meine Bar besonders macht, sind meine Kollegen. Vom Charakter her tip top, vom menschlichen her tip top und die machen ihre Arbeit wirklich einmalig. Und da bin ich echt ganz stolz drauf. Alles andere, das was wir machen, das kann jeder genauso gut. Ja? Ein Getränk ins Glas schütten, ein Cocktail shaken, das können alle anderen auch. Nur unser Vorteil ist, wir gehen auf die Gäste zu. Und das sind keine Gäste, sondern Freunde. Nach einem langen Abend wird noch aufgeräumt, bis die Sasa Lounge am nächsten Tag wieder geöffnet wird. Bei dem Sommerwetter kann man es sich mit gut gekühlten Cocktails und Shishas gut gehen lassen. Doch was hat Kaiserslautern für die Sportlichen unter uns zu bieten? Wer gerne tanzt, ist im Ballett Dance Center sicher gut aufgehoben. Beim Ballett Dance Center von Frau Krammeritsch angekommen, besuchen wir zuerst den Kinderkurs. Bereits im Kindesalter hat Balletttanzlehrerin Frau Iglesias ihre Leidenschaft zum Tanz entdeckt. Wir haben schon als kleines Kind angefangen zu tanzen. Ich habe mein ganzes Leben getanzt. Und Ballett ist für uns nicht nur unser Beruf, es ist unser Lebensstil. Mit spielerischen Übungen und ersten Balletttanzschritten werden die Kinder an das klassische Ballett herangeführt. Wie gefällt Balletttanz den Kindern? Also mir macht Spaß. Mir gefällt einfach am meisten, dass wir einfach halt tanzen. Ich mag tanzen halt einfach so. Seit 3 Jahren arbeiten nun Frau Krammeritsch und Frau Iglesias zusammen. Sie bieten nicht nur Kurse für Kinder an. Also wir haben Kinder von 3 bis über 70 Jahre alt. Ja, wir haben sogar eine Gruppe, die Frau Krammeritsch macht, eine Gruppe mit die Omis, nennen wir, mit ganz lieb gemeint. Das ist eine tanzerische Gymnastik. Wir haben
hauptsächlich natürlich klassisches Ballettausbildung, aber es gibt auch Jazz, es gibt modern. Die klassische Ballettausbildung kommt bei der Jugendgruppe gut an. Also ich tanze schon seit 10 Jahren Ballett an dieser Ballettschule und also das macht mir so viel Spaß hier und ist eigentlich auch schon relativ Alltag für mich geworden. Ich trainiere fast jeden Tag und ich kann schon gar nicht mehr ohne. Neben Körperspannung ist auch eine gute Gruppendynamik wichtig. Wie verstehen sich denn die Ballettschülerinnen untereinander? Ja, also wir tanzen sehr gerne zusammen. Wir sind mittlerweile wie so eine kleine Familie geworden. Also wir kennen uns alle sehr gut. Wir machen auch, also außerhalb der Ballettschule gerne was zusammen. Und ja, also ich mag meine Mädels und ja, es macht sehr viel Spaß mit denen. Grazie prima Ballerina Rosa Tütü. Bei diesen Vorstellungen möchte kein Junge Ballett tanzen. Inwiefern ist Ballett also ein typisches Mädchenklischee? Ich bin überrascht, dass es in Deutschland so ist. Ich selber hatte ich Anfang dieses Schuljahres 3 Jungs bei den kleinen Mädels. Die waren zwischen 5 und 7 Jahre alt und die sind leider in der Schule sehr gemobbt worden. Es ist so ein Klischee wie beim Fußball. Ne? Fußball sind ja nur starke Jungs, das stimmt auch nicht. Was auch nicht stimmt, ist, dass man nur als Kind mit Ballett anfangen kann. Einfache Übungen konnte ich sogar als Laie bewältigen. Bei höherem Niveau kann man dann an Wettbewerben teilnehmen. Alleine war ich jetzt noch nicht an einem Wettbewerb, aber als Ballettgruppe haben wir im Pfalztheater einen gehabt und da gab es jetzt auch keine Platzierungen. Viel wichtiger als Siege und Medaillen ist aber der Spaß am Tanzen. Denn Tanzen sei sportliche Hingabe, findet Frau Iglesias. Tanzen generell ist eine super gute Sport. Es ist Leidenschaft, es ist Disziplin, es ist Hingabe, es ist so eine komplette Ausbildung, der hilft auch voranzukommen in das Leben. Bei diesem Statement kann man nur zustimmen und eventuell entwickelt die ein oder der andere noch das Interesse am Ballett. Von klassischer Ballettmusik wechseln wir nun zu Indie-Rock. Auf dem Stadionfest Kaiserslautern haben wir eine Newcomer-Band getroffen. Also Bühne frei und Vorhang auf für The Surfing Horses. Mit Gitarre, Bass und Pferdemasken auf der Bühne. Surfing Horses, bestehend aus Frontsänger Fabian, Gitarristen David und Philipp sowie Drummer Lukas, stellen unter anderem ihre eigenen Lieder vor. In welche Richtung kann man die Musik einordnen? Ist das Indie-Rock? Ja, Indie-Rock geht in die Richtung. Aber es wechselt noch. Wir sind ja noch nicht so alt. Das stimmt, denn die Band hat sich erst vor einem Jahr gegründet. Durch den Einzug in Fabians WG entdeckten die Hobbymusiker ihr gemeinsames Interesse. Wie kommt man eigentlich auf den Bandnamen? Was wird damit verbunden? Wir sind alle Surfer und versuchen dem Hobby auch so oft wie es geht nachzukommen. Und Surfing Horses, warum Pferde? Uns verbindet viel mit Pferden, würde ich jetzt sagen. Ja. Ich finde es eigentlich ganz geil. Ich komme mir gerade vor wie so einem riesen Festival. Festivalstimmung bei den Surfing Horses. Da hat sich doch die Teilnahme beim Greensound Band Battle in Erfenbach gelohnt. Mit dem 2. Platz gewann die Band den Gig auf dem Stadionfest. Und mit Sonnenstrahlen macht das Auftreten gleich noch mehr Spaß, oder? Der Auftritt an sich war eigentlich ziemlich cool. Uns macht es eh mehr Spaß zu spielen, also von daher. Genauso freuen sich Surfing Horses schon auf weitere Veranstaltungen. Zum Beispiel nehmen sie Anfang September an einem weiteren Wettbewerb in Saarbrücken teil und bis zum nächsten Gig in der Kammgarn im Dezember ist es auch nicht mehr weit. Was ist der Plan für die Zukunft? Welches Ziel verfolgen sie? Naja, weltberühmt zu werden auf jeden Fall. Ja. Bis dahin werden die Fans bestimmt auf ihrer Facebook-Fanpage auf dem neuesten Stand gehalten. Wir wünschen noch viel Erfolg. Das war die 4. Folge des OKKL Stadtmagazins. Wir wünschen euch einen schönen Restsommer, bis es wieder heißt, Lautern lebt.